Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge The Forest mit packender und spannender Action zusammen mit dem Paraderos. Viel Spaß dabei! Ganzen Rüstungsteile, die ich eben gebaut habe, musste ich jetzt auch anziehen, weil ich so auf die Fresse gekriegt habe. Hallo, Echse. Wo ist denn mein Einkaufs... Ach, der war da oben, den ist noch voll, ne? Genau. Ja, den habe ich gefüllt gehabt. Konnten aber noch nicht. Ja genau, weil dann die kleine Armee kam. Wollten welche massiert werden. Da. Ich habe jetzt hier schnell Fleisch in der Hand, will ich gar nicht. Da hinten läuft ein Kanickel. Zack. Sehr schön, das haben wir erwischt. Schon mal ein Kanickelfell mehr. Stöcke ist so eine Sache. Oh, Moment. Ja, vor allem, weil wir hier nicht allzu viel kaputt machen dürfen, wegen sonst nicht nachwachsen. Ich habe einen Lurch hier gesehen. Ja, scheiße vom Lurch. Hasen sind gerade interessant. Also, ich sag mal, weil Essen haben wir theoretisch erstmal eine ganze Menge. Ey, man kann hier auch nicht hochspringen, das ist gut. Das sag ich ja, das ist, die haben echt Probleme. Es ist einfach ein mega geiles Spiel, ey. Bänke sind fertig. Korrekt. Liegt hier noch das Holz rum? Ich habe doch hier so viele Bäume. Ach, da unten. Alle runtergerollt. Alter, hier wächst gerade so viel Neues, da ich direkt gleich mal hier ein bisschen was wegklatsche. Gestöcker. Hier wachsen richtig viele Bäume noch. Dafür habe ich noch nicht ich mal gefällt. Ich habe schon überlegt, ob ich die in der nahen Umgebung von der Hütte einfach platt mache. Weißt du, dass wir sagen, so 5 Meter um die Hütte rum. Können wir auch, ja. Weil wahrscheinlich, wenn die dann fallen die eh aufs Haus und dann backen uns die eh weg, die Stämme. Am Ende macht's Schaden. Nee, Schaden habe ich ausgestellt. Da kann nichts passieren. Ja, so war es bei mir nämlich. Ich habe ja Zerstörung von Gebäuden. Ja, ich mache das halt gerne aus, weil dann, wenn hier, weißt du, die Großen kommen, die machen mit ein, zwei Schlägen unser Haus kaputt. Oh, ich habe ein Krokodil. Auf 44 Baumstämme nur noch. Ich hab ein Krokodil gesehen. Und jede Menge Leute laufen an mir vorbei. Oh, da kommt gerade einer, ja. Guten Tag. Einer? 4 Stück. Was wollen die alle bei mir? Lasst mich in Ruhe arbeiten, dann passiert euch nichts.
So, ich bring Krokodilfleisch mit zur Schlägerei. Willst du mich angreifen, Junge, oder was? Ey, die boxen unser Haus. Was ist los, Leute, hä? Habt ihr ein Problem? Oh, sie möchte rein. Ist aber zu doof, die Tür zu benutzen. Komme. Oh, Krokodil. Auch noch. Ich bin down. Ernsthaft? Ein Schlag hatte mich. Alter, ich bin komplett weg. Komplett tot? Der hat mich komplett weggeknackt. Kann dich jetzt auch nicht mehr wiederbeleben? Ich bin ein Flugzeug. Nee. Ja, gut. Ist kein Ding, ich kann mal meinen Leichnam und dann kann ich mich wieder selber nehmen. Richtig. Ich hoffe, dass noch alles da ist gleich. Kann auch Alter, nicht. die Olle gibt mir erstmal ordentlich. Hier ist auch das Krokodil. Das greift sie komischerweise nicht an. Jetzt haut sie ab. Gibt auch nichts zu essen oder sowas. Habe ich was? Nein, ich habe nichts. Ich komme Krokodil. rübergelaufen. Neben Luftlinie. Ja. Ja, ich halte die Stellung. Die sind abgehauen. Krokodil da unten ist gerade nur ein bisschen nervig. Ich sehe deinen Namen auch schon kilometerweit. Du bist blutüberströmt. Wasch dich. Ja, ich gehe mich mal im Waschen. Bevor ich noch eine Infektion erleide. Wasch dich, ich werde lieber was essen. Ja, ich sollte gleich mal was trinken. Ich warte auf den Moment, wo ich kurz vorm Haus bin und nicht wieder welche finden. Werden sie nicht. Das werden die schon nicht. Aber im Moment läuft noch nicht so mit Knochen, habe ich das Gefühl. Alles, was ich an Rüstung gebastelt habe, geht im Moment auch drauf. Aber bald ist unser Haus fertig, Gott sei Dank. Also der erste Teil des kleinen Häuslein. So, ich bin schon geschwommen. Sind jetzt die Bäume. Alter, jetzt sind die Baumstämme, die spawnt. Die gefällten oder was? Oder die in dem Die du Wagen? hier verloren hast oder beziehungsweise hingeschmissen hast. Zwei Stück müssten irgendwo vor der Türe sein. Genau, die sind weg. Ne, hier liegen sie. Da, jetzt habe ich sie gefunden. Sind unters Haus gerutscht. Ja, mindestens Wald vor lauter Bäumen nicht. Ne, die lagen eben noch vorm Haus und jetzt waren sie unterm Haus. Und dann gerollt sie wahrscheinlich. Ich habe die ja im Rennen habe ich die fallen lassen. Oh, so viel ist es nicht mehr. Das ist schon mal schick. Schlitten, Schlitten, Schwimmen Schlitten. und schwimmen. Niedrige Energie. Ess etwas und ruh dich aus. Genau. So, wir haben den zweiten Schlitten. Ich habe gerade einen gebaut.
Irgendwo habe ich irgendwen irgendwo wieder schreien hören. Das kann passieren. Aber das heißt noch nichts. Doch, ich sehe sie vor mir. Machst du kaputt? Ach, du hast ja nichts. Außer deiner Flugzeugaxt. Die hast du, glaube ich, trotzdem wieder. Hey. Oh, mein Digi-Feuerzeug. Ja, aber ich kann gar nichts. Also ich kann noch nicht mal wegrennen, weil ich keine Ausdauer habe. Okay. Die laufen rechts rum, ich laufe links rum um den Stein. Vielleicht verlieren sie mich. Komm bloß heile wieder nach Hause. Das wäre sehr schön. Bin gleich da. Kann sich nur noch rum so. Ja. Ich bin da, wenn ich da bin. Ich habe Blätter gesammelt. Hey, ich kann nicht Stöcke sammeln. Ich wollte es gerade sagen. Vielleicht, wenn du ein paar Stöcke findest unterwegs, wären nicht schlecht. Jawohl. Ich klatsche schon ein paar Bäume in der Zeit. Wie packe ich jetzt das olle Funkgerät wieder weg? Aha. Sieht man nach bekannter Gegend aus. Ja, ich glaube, du kommst auch näher, wenn ich mir deinen Namen so angucke. Oh Gott, ich werde belagert. Wie so Wölfe. Weißt du, einen gewissen Abstand hinterhergelaufen. Ja, sollen sie ruhig herkommen. Ich freue mich auf die. Ich muss nur vorher was essen und was trinken, dann nehme ich so Maß. Also sag mir rechts, obwohl die kommen eh nicht mit, weil du über das Wasser musst. Und die können nicht schwimmen. Glaube ich. Ich schwimme gerade, ich bin auf einem anderen Ufer. Siehst mich schon. Ich gehe gerade ins Wasser rein. Okay, ich bin auf dem Weg zur Es Hütte. klingelt bei mir. Moment, warte kurz. Aber theoretisch dürften sie dir nicht folgen können. Ja, Essen und Trinken, ganz wichtig. Jedes Mal. Das ist ja wieder. Kriege ich unangemeldet Besuch, ich glaube, ich bin. Ah, klasse. Ich finde das gar nicht witzig. Unangemeldeter Besuch ist der beste. Ja, mein Vater. Ah, okay. Vielleicht hat er sein Auto wieder. Ich bin gleich da. Ja. Such schon, da drüben kann ich hochgehen. Jawohl. Ich muss ganz dringend was essen und Essen haben wir ja genug hier. Das ist gar kein Problem. Trinken kannst du meinetwegen direkt hier erstmal. Ich habe gerade einen Topf aufgesetzt. bin ich gleich wieder da. Jetzt laufe ich gerade einen Hang hoch. Langsam aber sicher. Der schleift sich mit den Hey, letzten Kräften habe ich noch? zurück ins Camp. Noch ein Fleisch auf Tasche oder was? Ablegen, ja, aber nicht hier. Hier Topfen. Au, mir ist warm. Topfen mit Wasser dürfte gleich. Oder ist, glaube ich, sogar schon fertig. So, gegessen habe ich. Jetzt bin ich erschrocken und dachte, kommt einer. Und dann gucke mal, wo deine Leiche liegt. Ja.
nichts. Was will jetzt mein Vorteil? So, mach ich mir nochmal neues Trinken. Ich weiß noch nicht einmal mehr, wo ich überhaupt lag. Ah, ich glaube hier. Relativ am Eingang rechts davon. Ne, so weit weg war das gar nicht. Irgendwo hier rechts vorne. Ja, ich sehe den Kopf. Feuer schon wieder aus. Mistfeuer. Hält ja mal gar nichts. Ja, hier liegt ein Rucksack. Perfekt. Hab alles wieder. Super. Jetzt mache ich mal Wasserschläuchen voll, dann mache ich mir noch was zu trinken, um auch selber was zu trinken. Ich hau mir jetzt eine Soda rein erstmal. Hilft auch. Ich habe hier unten was zum Essen. Oh. Ja, ich glaube, wenn hier weiter so viele Krokodile und Wildschweine rumlaufen, also haben wir gar kein Problem mit Essen, ne? Oh, ich renne da schon wieder rein, ich Idiot. Davon geht, glaube ich, auch die Rüstung kaputt, wenn ich das richtig sehe. So, der ist der voll? Voll, perfekt. Ich würde mich aber leider kurz verabschieden. Ja, dann müssen wir eine Spielunterbrechung mal machen. Ja. Gut. Dann machen wir erstmal eine Päuschen. Würde ich sagen. Ja, speichern wir nochmal schnell und dann. Ja. Das So. Spiel speichern tust du, oder? Ja, Ja. du auch. Ich kann gar nicht speichern. Doch, du musst ja dein Inventar speichern. Weiterspielen, anspielen. Ich habe, wenn ich auf ESC Hier am drücke. Bett. Dafür ist das Bett doch da. Ich habe zu viel. Hast du zufällig noch drei Hasenfell auf Tasche? Ich bin mir nicht sicher. Ich guck schnell. Könnte man das zweite Bett selber fertig. Du siehst ja auch unten links immer so und so viel von so und so viel hast du oder hast du halt nicht. Ich habe nur Rehe. Nee, dann kriegen wir auch noch voll. Gut, Rehe und Echsen. dann hier einmal am Bett speichern. Ich speichere auch nochmal. Für alle Fälle. Gespeichert. Ja. Gut. Dann machen wir ein Päuschen und machen dann hoffentlich gleich weiter demnächst. Auf jeden Fall. Okay.